Ja, nette Leute. Und ein herzliches Willkommen zurück auf dem Kanal. Heute werden wir uns mal um die Luana-Leaks kümmern. Das sind Leaks, die ich nicht kenne. Ich wusste irgendwie, dass sie existieren, weil der Name Luana-Leaks sagt mir was. Aber beim Durchskippen, keine Ahnung. Also, wir gehen zusammen da jungfräulich rein. Für Leute, die es auch noch nicht kennen. Und ja, gibt es vorher irgendwas Cooles zu sagen? Ich weiß es nicht. Deswegen, ich würde sagen, wir starten einfach mal direkt rein. Es wird vorgelesen, also keine Angst. Ihr verpasst nichts Visuelles, könnt also irgendwas anderes machen, keine Ahnung. Also zu sehen gibt es hier nichts. Außer halt die Chats als Bild, aber es wird alles vorgelesen. Die Luana Leaks, 27. bis 31. August 2020. Vorgetragen von Speergrüße und Aria. Hinweis: Die Sprachnachrichten von Luana wurden transkribiert und von Aria vorgelesen. Rainers Sprachnachrichten sind im Original zu hören. Der Leak ist vollständig, mit Ausnahme eines Abschnittes, in dem Rainer viel zu viel mit seinem Skr-Skr-Video angibt. Wir denken, dass man sich diesen Part getrost sparen kann. Ich auch. Wir wünschen viel Spaß. Vorwort von Luana. Ich bin seit 2017 im Drachengame. Irgendwann im Jahr 2018 war ich auf einem Hater-Teamspeak-Server und wir haben uns über Rainers Handynummer unterhalten. Seitdem hatte ich die Nummer eingespeichert. Im August 2020 kam ich dann schließlich auf die glorreiche Idee, Rainer anzuschreiben. Ich habe mir überlegt, dass es am sinnvollsten wäre, wenn ich das Gespräch mit einer Sprachnachricht einleite. Da habe ich gesagt, dass es mir bewusst ist, dass er nicht gerne bei WhatsApp angeschrieben wird, ich ihn aber bei Snapchat nicht erreicht habe und seine Nummer aus seinem Blogspot-Impressum habe. Ja, da hat er wirklich seine Handynummer stehen. Muss ich mir vorstellen, ja. Ich weiß nicht, ob man diese Nummer schon kannte, bevor er selbst veröffentlicht hat. Aber wahrscheinlich schon, aber ich weiß es wie gesagt nicht. Aber stell dich mal vor, es ist nicht so. Die Nummer war noch nicht so groß bekannt. Und Rainer denkt sich, jo, ich packe einfach in mein Impressum noch eine Nummer dazu. Meine eigene Nummer. Und dann wunder, warum man angeschrieben wird. Als Rainer Winkler natürlich, ne? Dann meinte ich noch, dass ich gerne mit ihm reden und ihn gerne kennenlernen würde und so weiter. Natürlich brauchte ich ihn nicht mehr kennenzulernen, da Rainer W. ein offenes Buch ist. Aber irgendwie musste ich ihn ja an die Angel bekommen. Das ist mir auch soweit es ging gelungen, auch wenn es weniger Spaß gemacht hat, als ich gehofft hatte. Aber seht, hört, lest einfach selbst. 27. August 2020. Es folgt ein Transkript. Hallo Drache, ich bin Lou und ich weiß, du magst es überhaupt nicht, wenn man dir einfach so bei WhatsApp Das hört sich ziemlich eng an. schreibt. Ich habe deine Nummer von deinem Impressum, von deinem Blog. Da hattest du die quasi veröffentlicht und ich wusste nicht. Ich wusste keinen anderen Weg, wie ich dich vielleicht kontaktieren kann. Und ja, ich möchte gerne Kontakt mit dir, aber hab nur diesen Weg gesehen, um Kontakt mit dir zu bekommen. Und ja, also falls du kontakten möchtest, kannst du mir gerne antworten. Wenn nicht, dann nicht. Hallo? Erstmal wirklich eine wieder sehr auffällige Einleitung. Zu sagen, oh Rainer, ich will dich unbedingt kennenlernen, bitte, bitte. Natürlich, ne, das ist so ein bisschen, um sein Ego zu kitzeln, weil Rainer sich natürlich als Star sieht und diese Aufmerksamkeit natürlich sehr liebt, erst recht von Frauen. Aber er so als Außenstehender, ähnlich wie bei Polska-Bärchen, ja, ein bisschen unangenehm. Aber muss wahrscheinlich sein. Wie alt und was willst du? 22 und ich will einfach nur schön schreiben. Wen du Sex willst, okay. Wen nicht, sorry. Bay. Ich will, was du willst. Das bezweifle ich. Warum? So, was willst du? Wie alt bist du? Bist du 6? Nein, dann geh bitte. Warum denkt man nochmal, dass Rainer sehr unsympathisch ist? Ich weiß es nicht. Was willst du denn genau? Meine Ruhe. Außer du hast heute Abend Bock und Zeit vorbeizukommen, um zu ficken. Wieso deine Ruhe? Ich will dich absolut nicht belästigen. Das schaffe ich leider nicht. Sorry. Dafür wohne ich leider zu weit weg. War mir klar. Tut mir wirklich leid.
Aber du kennst mich ja auch noch gar nicht. Naja, ich suche keine Bekanntschaften, sondern Sex. Sorry. Na dann, viel Spaß dir noch. Anneliese, na dann, viel Spaß dir noch, ne? Ja, er versucht's einfach. Ich komme mir manchmal so vor, als wäre unhöflich und unsympathisch sein für Rainer so eine Art Olympia oder so, ne? Wo er denkt, okay, mit diesem Nadam viel Spaß noch, tschüss, hol ich bestimmt Gold. Spoiler Alert, hätte er wahrscheinlich auch. Schade. Ich dachte, dass du vielleicht jemanden brauchst, der dir den Rücken stärkt. Ich habe meine Freude dafür, danke. Mach's gut. Ja, mach's gut. Ciao, ciao, ja, aber schon, mach's gut. Zur Zeit 2022, ich glaube, da hat er keine Freunde mehr. Ich glaube, der mit dem Rudi A4, der war schon vorher weg. Aber ich könnte mich natürlich auch irren. Das weiß ich doch. Ich meine es ja nur gut. Wen du das auf dem Bild bist, echt schade drum. Ja, das bin ich. Wie groß bist du nochmal? Ich bin eine sehr große Frau. Weiß auch nicht, ob dir das gefällt. Wie groß bist du nochmal? Ach ja, aber... Ja, ciao, ciao, viel Spaß. Ja, tschüss, ja, viel Spaß noch. Ja, mach's gut. Aber du bist echt gut, du bist echt heiß, ey. Schade. Ich weiß nicht, ob sie ihn vielleicht erst später eingespeichert hat, dass er jetzt erst das Bild sieht. Aber kommt fast schon so rüber, ne? Größer als ich bist wo kaum. Über 1,90. Ich bin ja größer als 1,90. Zwischen 1,90 und 1,96. Dann... Das hast du dreimal erwähnt. Bestimmt größer als ich. Außerdem spielt die Größe keine Rolle. Ach so. Ja, manche Männer fühlen sich dadurch ja eingeschüchtert, wenn die Frau größer ist. Da ich nur auf Sex... Wird sich das stören? Ich meine, bei mir ist es schwierig, ich bin 1,92 groß. Und es ist schwierig, eine Frau zu finden, die größer ist, ne? Aber wird es mich stören im Prinzip? Es wäre komisch. Also es wird sich komisch anfühlen, sag ich mal, neben ihr zu stehen, wenn sie einfach größer ist als du, natürlich durch wie viel größer. Es wäre komisch. Aber ich glaube, man könnte sich da schnell dran gewöhnen, oder? Wäre das ein No-Go für euch? Ich würde sagen, nein. Aus bin, stört mich das nicht. Ja, okay. Das stimmt natürlich. Das ist ja meistens eher bei Männern, die auch was Festes suchen. Suchst du gar nichts Festes mehr? Oder willst du einfach gucken, was sich ergibt bei deinen Sextreffen? Ich sag es mal so, zum Lecken stört es ja nett, wen sie Größe ist. Oder schließt du das komplett aus, Moment? Was labert er denn? Als ob sie so groß ist, dass er es im Stehen machen kann? Oder was ist seine Intention da? Also, dass sie da noch weitergeschrieben hat, ne? Respekt. Also da wäre ich raus gewesen, spätestens. Momentan. Zitat, ich sag es mal so, zum Lecken stört es ja nicht, wenn sie größer ist. Das stimmt. Ich hab aktuell zwei Mädels, mit denen ich regelmäßig achlaffere. Von daher. Aber nicht. Achlaffe. Okay, also da war die Zeit der zwei Mädels. Also Rainer hat zwei Mädels, aber denkt von sich selbst, jo, ne, der dritte schaffe ich auch. Wir sind alle drei gelogen, brauchen nicht drüber zu reden. Aber wieder sehr einleuchtend, ne, in die Psyche des Rainer Winklers. Nichts Festes als beziehungsmäßig. Eher so Freundschaft plus. Ich hab lange genug was Festes gesucht. Ja, das glaube ich dir. Ich hab nie mit ihnen geredet, welche Art von Beziehung wir führen. Ist eben einfach so. Ja, das muss man ja auch nicht. Hauptsache, alle Personen sind glücklich mit der Situation. Man muss ja nicht immer alles besprechen. Nee, du, ich denke nicht, dass für mich nochmal die große Liebe kommt. Inzwischen habe ich damit abgeschlossen. Wir haben uns auch nicht wirklich darüber unterhalten, was für eine Art von Beziehung wir jetzt alle führen. Ja, wir treffen uns halt regelmäßig, entweder zu zweit oder zu dritt, schlafen miteinander, haben unseren Spaß übers Wochenende oder über mehrere Tage hinweg. Und dann geht danach wieder jeder nach Hause und führt sein Leben und man steht halt weiterhin in Kontakt über WhatsApp, über WhatsApp-Gruppen und so weiter. Und abgesehen davon führt halt jeder so sein Leben. Und jeder von uns darf natürlich auch mit anderen schlafen. Natürlich sprechen wir das offen in der Gruppe an, wenn man jemanden hat. Und damit hat sich die Sache erledigt. Also wenn du Interesse daran hast, dich mal ein bisschen auszutoben, sexuell gesehen, können wir gerne mal drüber reden. Darüber hinaus suche ich aber weder Freunde noch Beziehung oder sonst was. Nochmal, um die Lüge mit seinen zwei Mädels aufzuklären, ist natürlich falsch, ne, ganz klar. Alleine schon, weil Rainer wusste, die Chance wird 24/7 observiert. Sprich, man hätte gesehen, wenn zwei Frauen regelmäßig rein und raus gehen. Da meinte Rainer, jo, aber du
du weißt ja gar nicht, was für Geheimgänge ich habe. So, als hätte er würde ich sagen, unter seinem Haus quasi so ein ganzes Netz voller Tunnel, was so durch ganz Altschauerberg, ganz Emskirchen geht. Er dachte halt wirklich, dass man ihm das glaubt. Das ist das Schlimme daran. Oh, das ist voll schade. Also, dass du aufgehört hast, eine Beziehung zu suchen. Weil, keine Ahnung, manche Menschen sind so glücklich und die haben halt keine Beziehung. Aber du hast immer so gewirkt, als wärst du so ein Mensch, der gerne eine Beziehung hätte. Aber ja, aber wenn du glücklich bist mit der Situation, in der du gerade bist, ist ja alles super, ne? Ich meine, Menschen verlieben sich ja auch noch mit 70 oder 80 oder so. Deswegen, das ist ja kein... Ne? Also Liebe kennt ja kein Alter, falls diejenige noch kommt. In Bezug zu Rainer würde ich das bitte nicht sagen, okay? Bitte nicht. Und kommt sie ja. Mit deiner Gruppe ist ja alles perfekt so. So unkompliziert, unverbindlich und ja... Ja, also leider ist das alles ein bisschen blöd, weil ich wohne in Nordrhein-Westfalen und das ist halt schon ziemlich weit weg. Deswegen wäre es halt sehr gut überlegen und ja, weil ist halt jetzt auch nicht um die Ecke, ne? Meine Mädels wohnen alle beide nicht um die Ecke. Die wohnen beide ein bisschen weiter weg. Und deswegen kommen sie ja meistens für ein richtig geiles Wochenende. Oder für ein paar richtig geile Tage. Unter der Woche ist es dann immer am besten wegen den Hatern. Und jetzt, wenn jetzt dann die Ferien wieder losgehen, ist es sowieso am besten unter der Woche. Und ja, also wenn du da mal Interesse hast, können wir darüber sprechen. Wie gesagt, ich habe damit kein Problem. Ich gehe mit dem Thema Sex offen um. Aber ich denke, du bist fast noch ein bisschen zu jung dafür. Weil die meisten Mädels in deinem Alter, die sind für so eine offene Sache gar nicht zu haben. Das ist mir schon klar, das kenne ich schon. Klaro, also für mich war es eine krasse Überwindung, weil wie gesagt, ich bin jetzt 21, ich bin 22. Also klar, super Überwindung, ne? Ich bin nicht so, ich bin ja noch jung und ich habe noch nicht so viel Erfahrung. Meine auch nicht. Das auf Snapchat halt... reagiere ich nochmal, weil ich kein Snapchat mehr benutze. Ich schicke dir jetzt noch kurz eine Memo, auch wenn du gerade eine machst. Ich find's trotzdem mega, mega nett von dir, dass du dich trotzdem kurz mit mir unterhältst. Oh, es tut so weh, sowas anzuhören, wenn's zu Rainer gesagt wird. Aber dann müssen wir durch. Weil ich hab schon nachts von dir sogar geträumt. Ich wollte einfach mit dir sprechen, weil ich nie die Möglichkeit hatte, mal irgendwie auf einen Discord zu kommen. Oder, keine Ahnung, mit dir zu sprechen. Ich hab dir, glaube ich, sogar schon mal ein paar Snaps geschickt. Aber da kam auch nichts zurück, was ich verstehen kann. Weil du bestimmt irgendwie 1 Million Snaps am Tag bekommst. Und natürlich nicht jedem antworten kannst. Ja, ich bin einfach nur mega froh, dass du mir hier geantwortet hast. Weil es ja immer komisch ist, wenn dich jemand einfach random bei WhatsApp anschreibt. Also, nur mal so kurz, wollte ich jetzt nur erwähnen. Vielen Dank fürs Gespräch. Schon mal jetzt. Sie trägt echt sehr dick auf, ne? Also, Polsgebäckchen war schon schlimm. Wie dick sie aufgetragen hat, um sein Vertrauen zu gewinnen. Aber Luana, die haut nochmal eine Schippe drauf. Die Frau, die geht aufs Ganze. Also die mangelnden Erfahrungen in Sachen Sex, die kann man natürlich umgehen. Da kann man sich gerne mal treffen. Wie gesagt, ich bin dafür offen. Ich habe mit sowas kein Problem. Man muss halt, wenn man sich trifft, wegen den Hatern aufpassen. Am besten kommst du mit dem Zug und ich hole dich dann am Bahnhof ab und wir fahren dann zu mir. Oder aber wenn du mit dem Auto kommst, muss man es ja so machen, dass man dein Auto irgendwo in die Garage parkt, damit man nicht sehen kann, dass du da bist. Genau. Und dann kann man da gerne mal drüber sprechen, kann sich das gerne mal machen und alles, das ist kein Thema. Wie gesagt, das liegt letzten Endes an dir, ist deine Entscheidung. Ich sage aber gleich, ich habe eine 2-Wochen-Frist. Also wenn du dich entscheiden willst, dann musst du das innerhalb von 2 Wochen machen. Ach so, ja gut. Ach, Mann, ey. Das ist einfach...
Kannst du vielleicht sagen, ja, wenn du dich entscheiden willst, machst du 2 Wochen, wenn nicht, tschüss, mach's gut, ciao. Schade, du bist echt heiß. Schade, dass es nicht klappt. vor allem, wie er immer sagt, ja, du bist so jung, hast keine Erfahrung, bla bla bla. Rainer ist zu dem Zeitpunkt 10 Jahre älter als sie. Und hat weniger Erfahrung als sie. Aber spielt hier ein auf, oh, ich bin ja schon so alt. Ich habe ja schon so viel durchgemacht, hab so viel Erfahrung, bla bla bla. Ich bin ganz ehrlich zu dir. Ich will jetzt nicht eine sein, die dich irgendwie richtig hardcore verarscht. Da gab's ja schon genug Weiber, die das gemacht haben. Ich will mich auf gar keinen Fall irgendwas festlegen, wenn die 2 Wochen Pflichtfrist rum ist, da ist sie rum. Und dann ist es auch gut für mich. Aber ich kann mich auf gar keinen Fall jetzt auch irgendwo darauf festlegen und irgendwas versprechen, was ich gar nicht versprechen kann. Wenn's nichts wird, dann wird es nichts. Wenn es was wird, dann wird es was. Aber ich kann hier gar nichts versprechen und gar nichts zusagen gerade. Deswegen, ja, sind denn die Leute auf deinem Discord? Ich meine, mit denen sprichst du ja auch so. Gut, das sind jetzt keine Freunde, das sind jetzt aber auch nicht unbedingt Leute, mit denen du dich triffst und mit denen du schlafen oder für ein geiles Wochenende oder so. Mit denen sprichst du ja auch ganz normal. Ich meine, du hast ja auch keine krassen Hintergründe, oder nicht? Weil ich möchte ja einfach nur mit dir sprechen. Oder geht das nicht, weil ich eine Frau bin oder so? Keine Ahnung. Ich versuche einfach nur, dich zu verstehen. Der Grund, warum ich mit meinen Leuten im Discord normal rede, ist, dass der Großteil von denen dafür bezahlt. Und, also weil die sich ein Abo kaufen und so weiter. Und außerdem... Ja, entweder du entscheidest dich in 2 Wochen, ob du kommst oder nicht, oder du zahlst 3 Euro. Kannst du dich aussuchen. Ach man. Dann liegt das nicht daran, dass du eine Frau bist, sondern es liegt einfach daran, wenn mich jemand ungefragt auf WhatsApp anschreibt, dann halte ich ihn potenziell für einen Hater. Daher habe ich kein großes Interesse, irgendwie eine tiefere Beziehung oder eine tiefere Bekanntschaft oder so weiter aufzubauen. Das hat also nichts damit zu tun, dass du eine Frau bist oder ein Kerl bist. Hat damit überhaupt nichts verloren oder zu tun. Ach so, okay. Ja gut, das macht schon Sinn. Wie gesagt, ich habe absolut gar keinen anderen Weg gefunden, dich irgendwie zu kontaktieren. Und bei Discord weiß ich ja auch nicht. Du hast da jetzt, ja, ich verfolge deine Videos. Da hast du ja auch gesagt, dass da irgendwie eine neue Regelung, wo ich irgendwie nicht durchgestiegen bin, um ehrlich zu sein, jetzt auch ist. Ich meine, ja gut, meine andere Option wäre gewesen, zu warten, bis du den Discord wieder aufmachst. Aber ich hatte keine Geduld. Es tut mir leid. Und ja, ich weiß, es ist immer scheiße, wenn jemand einfach einen auf WhatsApp anschreibt, das weiß ich. Und natürlich geht es davon aus, dass jeder, der dich anschreibt, ein Hater ist. Ich möchte nur nett sein. Ich möchte dich nicht angreifen oder irgendwie beleidigen oder verarschen oder so. Ich bin ehrlich zu dir. Und klar, hat das wahrscheinlich schon jemand gesagt. Ist halt eine absolute Zwickmühle, in der ich mich jetzt gerade befinde und in der du dich befindest. Ja klar, dass du mit denen so sprichst, ist ja klar. Das macht natürlich Sinn, weil sie bezahlt haben. Hätte ich auch so drauf kommen können. Ja, aber es ist voll schade, weil ich dich echt gerne besser kennengelernt hätte und also den richtigen Rainer Winkler kennengelernt hätte, weil das, was im Netz überall rumkreucht und fleucht, ist absolut scheiße. Und ich hätte mal gerne so mit dir gesprochen, einfach um dich mal wirklich kennenzulernen, wie du wirklich bist. Aber wenn du dafür kein Interesse hast, dann verstehe ich das total. Ist ja für dich vielleicht auch irgendwie eine Zeitverschwendung. Wenn du mich wirklich kennenlernst. Also das war jetzt sehr viel Sperrlutschen. Also sie trägt wirklich sehr dick auf, habe ich schon gesagt. Aber irgendwie, Rainer scheint sich wirklich zu, wie soll ich sagen, zu interessieren, oder? Seine Antwort ist jetzt, man hört nicht sofort raus, dass er Speer zuckt, deswegen. Was ist da los mit Rainer? Waren seine 2 Mädels jetzt vielleicht wirklich gerade erst da und er hat gerade kein Interesse daran? Wer weiß das schon?
können willst, dann gibt's nur die eine Möglichkeit, dass du mich besuchen musst. Weil andere Möglichkeiten gibt es nicht, um mich kennenzulernen. Also Reiter, also, das hatten wir schon mal mit dem Doch, dich komm zu mir. Das ist in der Vergangenheit noch nie gut ausgegangen. Nein, weil ich grundsätzlich mich niemanden öffne. Und selbst wenn man mich besucht, ist das sehr schwer, weil ich mich eigentlich grundsätzlich niemanden groß öffne. Eines meiner Mädels beschwert sich aktuell auch darüber, dass ich mich nicht richtig öffne, aber das ist eben einfach mein Ding mittlerweile. So bin eins meiner Mädels, wenn ich da den schon höre, ne? Rainer hat zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich abseits von Marion und seiner Schwester und seiner Mutter noch nie ausgiebig mit einer Frau gesprochen, zu der Zeit. Noch nie. Wo es nicht ums Thema Sex ging. Und erzählt jetzt, boah, ich bin so verschlossen, meine beiden Mädels, die sind auch schon komplett fertig, deswegen. Tja, weil, ich hab schon ein paar Mal gesagt, aber das, was mich am meisten daran stört, ich würde sagen, ja doch, stört ist ein gutes Wort dafür, ist, dass Rainer denkt, dass Leute ihm das glauben. Er hat so eine Selbstansicht von sich, dass er denkt, jo, wenn ich sage, ich habe zwei Mädels, das glauben die mir. Das ist im Bereich des Möglichen. Was natürlich unmöglich war, ne? Und auch ist. Bin ich eben inzwischen einfach. Und ja, das war eine schwere Lektion, die ich hatte und die halte ich auch durch. Und wie gesagt, ich suche keine Bekanntschaften, ich suche keine Freunde. Das gilt auch für die Leute auf dem Discord. Und ich habe auch da keine großen Freundschaften oder Bekanntschaften eingenommen. Das Einzige, was ich aktuell suche, wenn ich was suche, ist Sex. Wo ich eigentlich auch nicht aktiv danach suche, weil ich momentan meine zwei Mädels habe. Und mit denen bin ich eigentlich mehr als ausgelastet. Von daher, es ist deine Entscheidung, was du machst. Ich bin jetzt auf jeden Fall erstmal am Arbeiten. Ja, ich weiß Bescheid. Danke für deine Ehrlichkeit und deine Offenheit. Wie gesagt, ich kann es absolut nachvollziehen, dass du da einfach keinen Bock mehr drauf hast. Und klar, es ist halt immer so eine Sache, dich zu besuchen, weil dann muss man da, gut, das müsste man halt vorher wirklich ernsthaft besprechen, damit du Bescheid weißt, dass da jemand dir wohlgesonnen ist, der vor deinem Tor steht, anstatt jemand, der irgendwie da nur Scheiße baut. Ja klar. Gut, kann ich absolut nachvollziehen, dass du da so verschlossen bist. Finde ich absolut schade, aber ich kann dich nicht umkrempeln oder irgendwie dich umstimmen. Das ist ja deine Sache und die Lektion, die du da aus deinen Erfahrungen gelernt hast. Und ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Arbeiten und ja, vielen Dank, dass du dich mit mir unterhalten hast. Ich würde... Die ganze Zeit, ja, Rainer, vielen Dank, dass du mit mir sprichst, Rainer, echt vielen Dank. Boah, das Rainer, sie hat wirklich alles, jedes Geschütz aufgefahren, was sie irgendwie hatte, ne? Um Rainer irgendwie Honig ums Maul zu schmieren. Dass Rainer da nicht merkt, dass sie ihn verarscht, ne? Diese Mini-Chance, daran sieht man auch, dass er zwei Mädels nicht hat. Stell dir mal vor, es würde wirklich stimmen. Rainer hätte zwei Freundinnen zu der Zeit und ist mehr als ausgerastet, wie er selbst sagt. Warum sollte er dann auf diese 5-10% Chance hoffen, dass sie kommt, dass sie echt ist, dass sie keine Haterin ist, um mit ihr Sex zu haben? So ist doch viel zu viel Aufwand für so eine minimale Chance, dass es stimmt. Wenn er doch einfach seine Freundin anruft und sagt, ey, wer von euch kommt morgen vorbei? So nach dem Motto. Rainer entlarvt sich selbst immer am besten. Würde sehr gern öfter machen oder halt regelmäßig, weil wie gesagt, ich dich halt gerne kennenlernen würde. Aber das Thema hatten wir ja gerade schon. Gut, eine Frage, damit ich weiß, was nun der Fall ist. Besteht Interesse und der nicht? Wen ja, würde ich gerne ein paar Sachen fragen. Und ich erwarte jetzt nicht, dass du mir zu einem Treffen zustimmst. Ich will nur wissen, ob generelles Interesse besteht. Zitat: Ich will nur wissen, ob generelles Interesse besteht. Ja schon. Also Interesse klar. Sexuell meine ich klar, oder? Ich will mich, wie gesagt, nur auf nichts festlegen und dir nichts versprechen, was ich dann nicht halten kann. Tust du nicht. Was möchtest du mich denn fragen? Allein schon diese Stimmungsschwank jetzt am Anfang, ja, tschüss, ciao, ciao, ja, ciao, ciao, tschüss, tschüss, ja, tschüss. Ich will nichts von dir, tschüss, ciao, tschüss, mach's gut. Und jetzt? Ja, also, wie ist denn jetzt, also, hast du das Interesse, ja oder nein? Kann ich dir vielleicht ein paar Sachen fragen? Was vor dir hast du? Das ist einfach eine sehr krasse Stimmungsschwankung. Und ich weiß nicht, ob er... Ich will meinen Gedanken gerade gar nicht weiterführen. Wir machen weiter. Fragen.
Frag ruhig, Smile. Ich würde dann aber Smile. Halt auch gerne paar Sachen wissen, damit ich weiß, worauf ich mich einstellen muss, kann. Also, wie sieht es mit deiner Erfahrung aus? Kannst mich übrigens auch was fragen, wen du willst. Also es soll keine Einbahnstraße sein. Inwiefern? Die gute alte Einbahnstraße. Ach ja. Also, wie viele Sexualpartner ich schon hatte, oder wie? Nicht nur. Wie deine sexuellen Erfahrungen generell aussehen, also nur Frauen, nur Männer, beides und was du halt schon so gemacht hast. Nur Männer. Ich hatte bis jetzt 4 Sexualpartner. Ansonsten habe ich nicht viel gemacht. Und wie sieht es mit der Erfahrung generell aus? Ich habe keinen Fetisch oder so. Also irgendwelche Lieblingsstellungen, besondere Orte etc.? Auch nicht. Also ich bin ja super flexibel und habe keine speziellen Lieblingsorte oder Stellungen. Wieso? Ist das wichtig? Smile. Smile. Also noch nicht. Dieses Smile. So festgefahrene. Zitat. Also noch nicht so festgefahrene? Ja, genau. Sagen wir es so. Ich versuche herauszufinden, worauf du stehst. Was machst du denn immer mit deinen Mädels? Gibt es... Aufpumpen? 10 Sekunden Spaß und dann wieder Luft rauslassen, würde ich sagen. Eieieiei. Aber wie gesagt, es ist eine Bewusstseinsveränderung, sage ich mal, bei ihm eingetreten. Und ich würde mal sagen, wie drücke ich das am besten aus? In den ersten 4 Bildern, sage ich mal, war Rainer fertig mit seiner Sexualität, sage ich mal. Und in der Zeit, wo er gearbeitet hat oder was auch immer, hat er das wieder aufgeladen und hat plötzlich doch wieder Bock, diese Chance an sich zu nehmen. Würde ich sagen. Was du mal gerne probieren würdest. Wenn ich das so fragen darf. Oh, ich mache mit meinen Mädels die unterschiedlichsten Dinge. Zitat, gibt es was, du mal gerne probieren würdest? Vielleicht einen Dreier oder so? Smile. Hat er seine Sexpuppe nochmal genannt? Oh, die hat einen Namen, oder? Hieß sie nicht Lisa? Oh, wie hieß die Puppe nochmal? Ich weiß es nicht. Ja, auf jeden Fall Rainer, Puppe und Luana. Muss reichen. Mit einer habe ich beispielsweise mal auf einem Waldweg gefickt. Oh, Lülülü, muss ich nicht so sagen. Oh, das ist aufregend. Sie lag auf der Motorhaube von meinem Auto und ich habe sie erst schön geleckt, geküsst und geil gemacht. Das hat ihr bestimmt sehr gefallen. Dann habe ich sie schön genommen und tief in ihr abgespritzt, sodass sie, bis wir bei ihr waren, mein Sperma in ihr war. Also das ist der Gambi. Haben wir das auch schon mal abgehakt. Ja, der glaubt ja wirklich, dass sie das glaubt. So. Rainer ist zu dem Zeitpunkt Jungfrau gewesen. Ja. Nur als Beispiel. Oh ja, das ist eine geile kleine Recksau. Das ist eine kleine geile Recksau. Was wollt ihr denn sagen? Lecksau oder was? Ach du Scheiße. Also diese Bärchen-Leaks sind immer unterhaltsam. Teilweise ein bisschen cringe, wenn die Bärchen zu dick auftragen, um halt sein Vertrauen zu gewinnen. Aber auch manchmal sehr eklig, wenn Rainer seine Fantasien aus seinen Filmchen da nochmal hier niederschreibt. Ach. Ja. Das ist eine gute Reaktion, ja? Hätte ich das gesehen mit dem Chat mit Rainer Winkler, ich hätte auch einfach losgelacht. Oh ja, das ist eine kleine geile Recksau. Das ist, wen wir schon dabei sind, ein guter Punkt. Das ist ja toll, wenn man so schön miteinander harmoniert. So kann man das auch auf den Punkt bringen, ja? Ah, Rainer. Meine S-Taste und andere spinnen etwas, sorry. Genau, es liegt an den Tasten. Wie Art zu sprechen. Zitat, meine S-Taste und andere spinnen etwas, sorry. Alles gut, kein Problem, Smile. Eine der beiden mag
Smile. Soll ich es auch mal machen? Nach jedem Satz. Jo, Rainer, du hast da was falsch gemacht. Smile. Ist, wen man sie so richtig dreckig anredet. Die andere gar nicht. Die geile Rexau, die steht da richtig drauf immer. Ach Mann, ey. Wie gesagt, Rainer ist einfach zwischendurch ungewollt komisch. So. Manchmal muss ich einfach denken, okay, Rainer, komm, du bist der Dorftrottel, komm. Ne? Du bist der Dorfduli. Ich mein's, wie gesagt, nicht böse. Komm, ne? Wir lachen jetzt ein paar Mal über dich. Oder mit dir, besser gesagt, in solchen Fällen. Und machen wir weiter. Eine der beiden Tasten? Wahrscheinlich. Das ist eine gute Frage. Die beiden Frauen erzählen ja nicht. Die S-Taste, die ist richtig dreckig. Sollte er... Die S-Taste ist richtig geile Rexau. Weniger raufwichsen. Oh. Das hätte nicht sein müssen jetzt. Der Front muss doch nicht sein. Ja, das muss man auch können, finde ich. Also, die mag es, wenn ich sowas sage wie geile Drecksfotze, ich fick dich. Doch, komm, Digga, komm, das Video ist hier. Teil 1 ist vorbei. Das reicht. Die geile Rexau, ey. Ich wünsche dir auch eine geile Rexau zu Hause. Naja, man kann nicht alles haben. Ich würde sagen, Jungs und Mädels, mein Tank ist voll. Wir verschieben Teil 2 auf einen anderen Tag. Ich sehe gerade 1-2 coole Videos. Klickt gerne drauf, wenn ihr Bock habt. Lasst ein Abo da, wenn ihr Bock habt. Und dann sehen wir uns in den Kommentaren, würde ich sagen. Haut rein.